Gold Coast habe ich nun verlassen und bin auch schon sozusagen im nächsten Einzelzimmer. Ich habe jetzt nochmal für eine Nacht ein Einzelzimmer, was ja ein ganz schöner Luxus ist. Und ich bin hier in einem richtig coolen Haus. Was genau daran cool ist, zeige ich euch später noch. Aber erstmal ein kleines Highlight vom heutigen Tag, denn ich werde gleich mit einem Oldtimer fahren, beziehungsweise darf ich mitfahren. Nämlich mit der Dodge Superbee V8. Über 40 Jahre alt. Ich hoffe mal, dass der alte Motor noch anspringt. Und dann schauen wir mal, was das geben kann. Schaut euch mal dieses Auto an. Oh mein Gott, das ist richtig krass. Über 40 Jahre alt. Und einfach nur unfassbar spektakulär. Und das erste Auto, das ich in Australien sehe, mit dem Lenkrad auf der linken Seite. Und wir haben hier gerade eine alte Gasstation bzw. Tankstelle angehalten. Sieht richtig cool aus, dieses alte Auto vor dieser Tankstelle. Unfassbar spektakulär. Ich fühle mich wie so ein bisschen im Wilden Westen bzw. im alten Australien. Einfach unfassbar spektakulär. Wir waren nach der Fahrt im Dodge noch ein bisschen Mittagessen, sind hier jetzt mal durch den Busch gefahren, was auch richtig cool war, und sind hier jetzt an dieser spektakulären Aussicht. Aber ich hoffe mal, dass es gleich noch spektakulärer wird, wenn wir auf die andere Seite von dem Staudamm hier gehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Und so sieht das Ganze also aus von der anderen Seite. Das Ganze hier ist ein Wasserreservoir für das Trinkwasser von Queensland, dem Staat, in dem ich mich eben gerade momentan befinde. Hinter mir ist praktisch die andere Seite vom Deich und es sieht einfach nur richtig spektakulär aus, dieser See bzw. dieser aufgestaute Fluss hier. Sieht riesig aus, es sieht richtig genial aus, unfassbar spektakulär. Die ganze Landschaft hier spiegelt sich einfach so schön im Wasser. Es gibt eine wunderschöne Silhouette einfach und es sieht unglaublich schön aus. Und ich bin froh, dass ich hier wieder mal Bekannte habe, die mich dann praktisch hier hingefahren haben. Weil das ist ja eben das Problem, wenn ich mit dem Bus unterwegs bin. Ich kann nur dahin gehen, wo der Bus auch hält. Was hier in der Einöde, sage ich mal so, niemals der Fall wäre. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man irgendwie überall Freunde und Bekannte hat, die einen dann mal ganz gerne wohin mitnehmen. Und das ist einfach nur spektakulär. So, unser Tag ist vorbei. Die Fahrt in der Superbee war richtig, richtig spannend. War richtig spektakulär. Das ganze Auto hat vibriert, weil da einfach so eine Kraft wahrscheinlich dahinter steckt. Das ist echt cool gewesen. Das Auto ist von 1969. Wahrscheinlich eines der ältesten Autos, mit denen ich bisher so gefahren bin. Und auch danach, wir hatten noch ein klassisches Lunch praktisch hier in Australien, nämlich ein Aussie Meat Pie. Das ist ziemlich bekannt hier, werde ich aber in der Zukunft wahrscheinlich definitiv mal noch öfters essen, weil die sind ziemlich gut. Und wir werden gleich noch ein Barbecue haben und morgen geht es dann weiter nach Brisbane. Brisbane soll ziemlich langweilig sein, aber das will ich lieber für mich selbst entscheiden. Wie das wird, sehe ich dann die nächsten Tage und bis dahin sage ich live your life and see you tomorrow.